dem Besen Ladislaus. Annabella weint und jammert. Ladislaus, der grunzt und schnauft. Weihnachtsabend ist gekommen und die zweite nicht verkauft. Ja, wir gehen jetzt hin. Armer Bär. Opa, ich will so Mama und Papa. Ja, komm mit. Annabella. Der Opa, der kommt nicht. Ja, der Bär. Oh, Tränen kullern in den Händen, das Herz ist weit schwer. In dem leeren Warenhause löscht man langsam Licht um Licht. Es blühen die allen Fenster, da verlöscht die Lampe nicht. Voller Mitleid mit den beiden lässt der brave alte Mann von der Wachverhandlungsgesellschaft die letzte Lampe an. Dann verlässt er Annabella, deren welcher klar mit sehr gepresster Stimme lebe wohl, Servus, dann. In der menschenleeren Straße, abendstill und schneeverhüllt, sind die beiden in den Fenstern eines glücklichen Hauses. Traurig vor der großen Scheibe fallen Glocken leicht in den Blau. Und im Hause gegenüber glänzt mancher Lichterbaum. 10 Uhr vom nahen Turm. Und fast schlafen beide ein, da ertönt im Puppenhaus laut das Küchentelefon. Hallo, fragt der Bär verschlafen. Hier das Kaufhaus, wer ruft an? Da vernimmt er eine Stimme und die brummt. Der Weihnachtsmann. Oh, rief Ladislaus erschrocken. Was darf sein, ich bitte sehr? Eine schöne Puppenstube, eine Puppe und ein Bär. Das ist alles noch zu haben, rief die Puppe Annabelle. Kommen Sie zum Warenhaus, unten rechts, dort bitte schnell. Das ist eine Überraschung. Ladislaus kämpft schnell in den Shop und die Puppe Annabella riecht ein Schleifchen in den Kopf. Und schon 10 Minuten später kommt ein Ross und ein Alter steigt vom Schlitten und ein Schlüssel nach im Schloss. Ladislaus lässt Knie und Jose. Annabella lacht und singt, als der Weihnachtsmann die beiden in den Pferdeschlitten bringt. Gerade in diesem Augenblicke kommt der brave alte Mann von der Wach- und Schließgesellschaft wieder kontrollierend an. Höflich grüßt er. Der Geselle springt zurück ins Warenhaus, holt die schöne Puppenstube und dann trägt er sie hinaus. Leise sagt er zu der Puppe, frohes Fest, mein liebes Kind, während eine kleine Träne in den großen Schnurrbart rinnt. Frohes Fest, sagt Annabella. Frohes Fest, rief Ladislaus. Dann wird es still in hellen Fenstern, unten rechts im Warenhaus.